Warum konnten die Linken nicht besser abschneiden bei den Wahlen? Ich glaube, dass wir eine Menge Fehler gemacht haben. Also Wahlen werden entschieden über ein politisches Profil, was man haben muss. Das hätte ich für die Linken in drei Sätzen zusammenfassen können. Wir sind für soziale Gerechtigkeit, das heißt auch, dass man Armut und Reichtum anders verteilen muss. Wir sind die Abrüstungspartei. Wir wollen nicht, dass das Geld in Militär verschwendet wird, sondern dass man das Militär zusammenstreicht. Und wir sind für eine gute Nachbarschaft zu Russland. Das hätte ein Programm sein können, nicht von 120 Seiten, sondern von 10 Seiten. Ich glaube, dass die Menschen das verstehen. Aber einige Kritiker bei uns sagen, dass die Linken die Wähler nicht überzeugen konnten, weil die Partei keine deutliche Position, sagen wir, zur Migration zum Beispiel, formuliert hatte. Zu anderen Fragen auch. Ja, natürlich ist die Migrationsfrage eine sehr wichtige Frage in der Gesellschaft. Zu uns kommen viele der Opfer über Schritte, die wir vorher selber zu verantworten haben. Es waren deutsche Waffen, die nach Syrien geliefert worden sind. Auf beiden Seiten tauchen die wieder auf. Deutschland hat die ungleichen Besitzverhältnisse in der Welt nie ernsthaft kritisiert und verändert. Es gibt wenige Reiche, die ihren Reichtum zu Lasten vieler Armer kultiviert haben. Wenn wir sie die härter angegriffen hätten, wäre es auch nicht so schwer, ist es auch nicht zu schwer zu sagen, wer politisch verfolgt wird, kriegt Asyl in Deutschland. Viele Deutsche sind vor dem Faschismus geflüchtet, haben auch Asyl erhalten. Es läge also in unserer Geschichte. Und das muss eine Linke verteidigen. Ist die rot-rot-grüne Koalition im heutigen Deutschland auf der Bundesebene nicht möglich? Sie wäre eigentlich möglich, wenn man sich auf ein Minimum an Gemeinsamkeit konzentrieren würde. So, da müssen beide Parteien voneinander lernen. Also ich war nicht hämisch über die großen Verluste der SPD. Die sind ja auch gigantisch, was sie an Wähler verloren haben. Und war nicht zufrieden mit dem wenigen, was wir gewonnen haben. Wenn sich beide Parteien zusammentun, und da kann jeder sein Profil wahren, sagen, wir wollen, dass dieses Deutschland menschlicher und angenehmer wird für alle. Und dafür werden wir zusammen eintreten. Das wäre ein ganz vernünftiger Fortschritt. Von den Grünen halte ich nicht so viel. Das ist mir zu unernst in vielen Fragen. Und ein grüner Außenminister, wie wir ihn jetzt unter Jamaika vielleicht bekommen, ist für mich mehr eine unsympathische Vorstellung, weil die grüne Politik hat keine Stabilität. Jetzt kommt in den Bundestag noch eine Protestpartei, die AfD, die auch viele Stimmen von den Linken genommen hat. Welche Lehren ziehen Sie aus dem Wahlkampf? Ja, man muss diese Partei auch ein Stück weit entzaubern. Sehen Sie, der geistige Kopf dieser Partei, Herr Gauland, hat formuliert, dass wir Respekt haben sollen vor den deutschen Soldaten im Zweiten Weltkrieg. Und ich habe Ihnen immer geantwortet und habe gesagt, vor Mörderbanden habe ich keinen Respekt. Und ich kritisiere die deutsche Politik, den Überfall auf die Sowjetunion. Ich möchte gern, dass wir in Demut, und manchmal ist Demut auch der richtige politische Schritt, uns an Russland wenden und zu sagen, Deutschland war verantwortlich für diesen furchtbaren Krieg. Und lassen Sie uns Russland und Deutschland alles tun, um dass sich sowas nicht wiederholt. Da findet man eine Grundlage. Herr Gauland möchte aber gern, dass auch Russland die deutschen Soldaten toll finden und sagt, auf dieser Grundlage finden wir Russland toll. Das kann nicht funktionieren. Viele Berlin-Besucher kommen in den Reichstag und sehen die Inschriften der russischen Soldaten in den Reichstag. Diese Soldaten haben Europa befreit und das werde ich einfach nicht vergessen. Ich glaube, haben Sie während der Diskussion gesagt, dass Sie als erster Antrag der AfD erwarten, weg mit Sanktionen, Freundschaft mit Russland. Ja, aber Sie werden es anders begründen. Ich habe meinen Kollegen gesagt, lasst uns sehr schnell die guten Anträge, die wir für eine bessere Russlandpolitik gestellt haben, etwas überarbeiten nach den Wahlen und einreichen. Ich möchte gern das Wunschtraum, dass Sozialdemokraten und wir zusammen einen Antrag einbringen, wo wir darüber reden, dass es ein anderes Verhältnis zu Russland möglich ist und uns gleichzeitig vor allen Undemokratischen distanzieren. Auch Russland steht vor sozialen Problemen. Ist ja nicht so, dass in Russland alles nur problemlos ist und Deutschland steht vor sozialen Problemen. Wir können doch da ein Stück weit voneinander lernen und dazu muss auch deutsche Politik bereit sein.